Also, ich denke, wir sind uns völlig einig, dass es die Verschuldungsproblematik eine der hauptsächlichen Hebel ist, um weltweit Ausbeutung von Ländern zu betreiben, die in Abhängigkeit geraten sind. Es geht den Konzernen noch gar nicht darum, diese Länder aus dieser Schuldenfalle zu entlassen, weil sie über diese Situation mit dem IWF die Möglichkeit haben, dort die Ländersreformen in ihrem Sinn zu betreiben. Das heißt, sie machen dann Folgendes, sie gehen in diese Länder und verändern in dieser Situation die Möglichkeit, dorthin Waren zu exportieren. Das ist das Hauptinteresse, das sie haben. Das heißt, sie wollen quasi diese Märkte, die für sie zum Teil noch nicht geöffnet waren, die teilweise auch noch über staatliche Einrichtungen selbst versucht haben zu organisieren, die Ökonomie für die großen Konzerne weltweit zu öffnen. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum diese Verschuldung eben auch immer wieder weiter vorangetrieben wird. Deswegen, wer es interessiert, es gibt ein interessantes Video von dem Günter Schramm, von diesem Kabarettisten, der jetzt vor ein paar Wochen einen Vortrag bei der GLS-Bank gehalten hat. Interessanterweise haben die den eingeladen. Da hat er das nochmal auseinandergeschraubt. Das, was ich meine, wo wir uns unterscheiden und was ich nicht teile, was hier auch nochmal in diesem Artikel zum Ausdruck gekommen ist, ist diese Frage des Vergleichs von natürlichem Wachstum und ökonomischem Wachstum, weil das nicht übereinstimmen kann, das ist völlig klar. Wenn ihr euch hier mal anguckt, wie diese Gesellschaften um uns herum sich verändert haben, das Internet wächst auch exponentiell, ist also auch ein System, das nicht irgendwie nach einem natürlichen Wachstum sich bewegt. Das heißt, es gibt sehr wohl Systeme außer dem Geldsystem, das exponentiell wachsen kann. Und die entscheidende Frage ist eigentlich nicht, das Geldsystem abzuschaffen, sondern die entscheidende Frage ist, wofür wird das Geld denn eingesetzt? Was sind denn die Mittel oder wer bestimmt denn über die Geldpolitik und wer bestimmt, was in einer Wirtschaft passiert, was produziert wird, was hergestellt wird? Und das, denke ich, ist der entscheidende Unterschied. Kritik am Geldsystem, schön und gut. Wenn man die Gesellschaft wirklich verändern will, dann muss man Demokratie ausbauen. Demokratie auf allen Ebenen, in den Betrieben, in den Kommunen, in den Gemeinden. Wir müssen das Sagen haben, was wir produzieren wollen und wo es lang geht. Das ist uns die einzige Chance, die wir haben, um wirklich Veränderungen herbeizuführen. Also wenn es euch recht ist und auch dir, Thomas, lade ich herzlich ein, einfach darüber mal ein kleines Zwiegespräch, würde ich ganz gerne mit dir sowieso mal machen. Über diese Thematik. Wer das noch nicht weiß, der Thomas, also viele haben es vermittelt, Thomas ist ja schon seit langem aktiv in der, Hallo? Darf ich helfen? Nein. Wir wollten gerade zu zweit gerne ein Gespräch führen. Bitte? Ich verstehe dich gerade nicht. Dürften wir bitte gerade... Deutsch? Ein Ordner bitte. Ja, Entschuldigung, ich... Dürfen wir?